willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Part 2 von Was denkst du über? Ich hatte das vor einer Weile gemacht in einem Vlog und ich dachte jetzt für Vlogmas ist es eigentlich ganz cool, wenn ich das als separates Video für euch drehe. Ich hatte euch auf Instagram Stories gefragt, ob ihr Themen habt, wo ihr gerne meine Meinung zu wissen würdet. Und da kamen wieder einige an sehr, sehr interessanten Themen. Vieles hat sich wiederholt vom ersten Video. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nach dem Video am besten nochmal in das erste Video zu schauen. Denn da habe ich über sowas gesprochen wie Glaube, Religion, Freundschaften beenden, Beziehungen, sowas. Also auch sehr, ich sag mal, tiefgreifendes von den Themen her. Und heute gehe ich so ein bisschen die Sachen an, die ich noch nicht so behandelt habe. Also geht's jetzt los. Das erste Thema ist On-Off-Beziehung. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe in den letzten Jahren gelernt, viel zu verstehen, dass es einfach verschiedene Menschen gibt, verschiedene Typen von Menschen. Und letztendlich das darauf ankommt, nur auf mich und wie ich mein Leben leben möchte. Aber wenn jemand sein Leben anders lebt als ich, das nicht mein Bier ist, dementsprechend ich da eigentlich ziemlich bin, wenn du das machen willst, mach das. Aber wenn es jetzt darum geht, ob ich das machen würde, nein. Ich glaube, an dem Punkt, wo man quasi, also ich würde es so definieren, On-Off-Beziehung heißt, man hat sich tatsächlich getrennt und ist dann wieder zusammen und hat sich dann wieder so offiziell und ja auch verbal getrennt und ist dann wieder zusammen. Und für mich ist da einfach dann zu viel kaputt. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem in unserer Generation, dass man eine ganz kleine Geduldsschnur hat und dann schnell sagt, nee, dann eben halt nicht, dann war es das jetzt. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass ich das also sehr, sehr oft sehe, dass man sich so irgendwie trennt, weil da kommt schon das Nächste, es wird schon noch kommen, auch durch ja, das Dating-Verhalten. Ne? Auf der anderen Seite gibt es eben auch, je nachdem, was der Grund ist, ne, einfach auch Themen, wo man sagt, so pff, ja klar, das wäre auf jeden Fall ein Grund, mich zu trennen. Und dann hat man aber vielleicht so viel Liebe oder Hingabe zu der Person oder ist auch da an die Person gewöhnt und an den Alltag, den gemeinsam, dass man sich schwer trennen kann und sich dann irgendwie immer so wieder aneinander ja, annähert, aber man merkt einfach, dass das irgendwie nicht gesund ist. Also ich glaube, das wäre für mich jetzt am logischsten zu sagen, dass das quasi immer wieder so on-off ist. Also ich glaube, eine gesunde Beziehung ist definitiv nicht so, sondern es ist immer so. Aber es ist wichtig, das zu wertschätzen, dass es mal so und mal so ist, aber sich in jedem Stadium zu lieben und zu unterstützen und zu versuchen, zu verstehen und sich miteinander zu entwickeln, nicht stur zu sein, was mir sehr, sehr schwer fällt, aber miteinander zu arbeiten, wenn man die Person wirklich liebt, wenn man mit der Person zusammen sein möchte und wenn die Person einen vor allem glücklich macht. Und Glück ist für mich auch das Allerwichtigste, also glücklich sein in einer Beziehung, wenn ich das Gefühl habe, die Person macht mich irgendwie oft nicht glücklich, traurig, wütend, frustriert mich, dann sollte man darüber nachdenken, ob dieses On-Off-Ding so viel Sinn ergibt. Dann, das fand ich super interessant, über deine Abonnenten. Also, ich bin ganz ehrlich, dieser Kanal würde nicht existieren ohne meine Abonnenten. Das ist ein Fakt. Und das ist genauso wie, keine Ahnung, eine Joghurtfirma ohne Kunden würde nicht existieren, weil dann würde man sie nicht kaufen. Das heißt, man muss für seine Kunden, für seine Abonnenten sehr, sehr dankbar sein, egal wer diese Personen sind. Weil, ja, ohne euch würde ich den Kanal wahrscheinlich nicht mehr weiterführen. Könnte ich noch, aber zumindest wäre das nicht so regelmäßig, nicht in dem Umfang. Und erstens das, so. Zweitens würde es auch überhaupt keinen Spaß machen. Und das sage ich auch so, so oft, weshalb mir halt der Austausch mit euch auch so wichtig ist, weil ich das nicht mag, dass es sich oft anfühlt wie ein Monolog. Und in dem Moment, in dem ihr ein Like da lasst, Kommentare da lasst, bei den Direct Messages bei Instagram zum Beispiel mir Sprachnachrichten schickt oder manche sogar Videos, so süß,
Das ist für mich das Allergrößte, weil in dem Moment habe ich das Gefühl, wir sind wirklich eine Community und nicht irgendwie so ein 2D-Ding, so ein Monolog und ich spreche einfach mal irgendwo rein und mal gucken, wo es irgendwie dann, wo der Schall dann irgendwie rauskommt und mal gucken, wo es dann schallt, so nach dem Motto, wo das Echo rauskommt, sondern das ist irgendwie ja eine Kommunikation und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und dann kommt auch, was für Leute mir folgen. Und das kann man sich jetzt nicht zu 100% aussuchen, aber natürlich je nachdem, was man für Inhalte auf seinem Kanal präsentiert, hat man natürlich verschiedene Zielgruppen. Meine Zielgruppe wird zum Beispiel von Kunden, um euch das mal so behind the scenes zu erzählen, immer eher wahrgenommen als älter für YouTube-Verhältnisse, weil es natürlich sehr, sehr viele YouTube-Kanäle gibt für sehr kleine Kinder, Kinder, Jugendliche. Gerade so in diesem Extrem-Entertainment-Sektor, würde ich sagen. Und bei mir sind das eben sehr, sehr viele Frauen und Männer zwischen, ja, in meinem Alter eigentlich, im Durchschnitt. Dann gibt es auf jeden Fall auch so ein paar jüngere Studenten, Azubis. Und dann gibt es aber auch sehr viele, die älter sind, im Alter von meiner Mama und einfach gestandene Frauen und Männer, die sich für die Themen des Alltags interessieren, sage ich mal. Und irgendwie dadurch, dass eben die allermeisten erwachsen sind und auch, ja, ich sag mal, gereift, entwickelt, eloquent, intellektuell, intelligent sind, macht es einfach unglaublichen Spaß, sich mit euch auszutauschen. Und es ist nicht nur ein, ich gebe euch Tipps, sondern auch, ihr bereichert mich, ihr bereichert mein Leben und gibt mir auch Tipps und Empfehlungen und das finde ich ganz toll. Aber es gibt natürlich die Medaille auch von der anderen Seite und das ist natürlich, dass man immer darauf achten muss, was man sagt, was man tut, was man macht. Das heißt, wenn ich hier aus der Tür rausgehe, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass ich sofort erkannt werde und das ist einfach ein komisches Gefühl. Punkt. Es ist ein bisschen komisch, dass auf der Straße einen Leute erkennen, die wissen, wer man ist, aber du weißt nicht, wer sie sind. Nichtsdestotrotz will ich kurz mal dazu sagen, wenn ihr mich seht, sprecht mich auf jeden Fall an, weil komischer ist es, wenn ich den Blick in meinem Hinterkopf spüre und ihr nicht auf mich zukommt. Aber ich meine nur generell ist es halt einfach irgendwie krass. Und auch, was man sagt über verschiedenste Themen, gerade Themen, die super wichtig und ernst sind, ist es dann aber wiederum so, dass man das Gefühl hat, man kann nicht Mensch sein, sondern muss unglaublich reflektiert sein und genau wissen, wann man was zu sagen hat. Aber dabei ja, weiß ich es manchmal auch einfach nicht besser. Und das ist auf jeden Fall manchmal ein bisschen schwierig. Und natürlich auch, dass nicht jede und jeder von euch gleich ist und dass es eben ganz viele von euch gibt, die total sanftmütig sind, die beispielsweise ja, Kommentare irgendwie ordentlich verpacken oder wenn es mal eine Kritik gibt, das konstruktiv verpacken. Und dann gibt es aber auch welche, die fallen mit der Tür ins Haus und dann gibt es manchmal Phasen, ich sage ja immer, das sind die Mondphasen, ich weiß es nicht, Phasen, in denen sehr, sehr viel so, ja, irgendwie so ruppig kommuniziert wird und man irgendwie sehr ungeduldig ist oder Sachen nicht verstehen möchte oder kann. Und der Ton, ne, wie sagt man, der Ton spielt die Musik? Der Ton macht die Musik? Ihr wisst, was ich meine. Das ist manchmal einfach ein bisschen krass, ne, weil man hat da nicht jemanden, der das irgendwie alles monitort und ich kriege davon gar nichts mit und ja, ist mir auch eigentlich egal, weil es ist für irgendeine Firma, ist mir egal, sondern das ist halt mein Baby, meine Firma quasi, ne? Also das bin ich, das ist die Marke, die sich um meine Person dreht und dementsprechend ist man dann natürlich einfach sensibler, als wenn es jetzt für irgendein Produkt, für eine Firma ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, zum Beispiel auch, was ich sehr, sehr krass finde, ist, dass auch mit dem Alter irgendwann kam, wann heiratet ihr, wann heiratet ihr, wann heiratet ihr? Und dann, wann kriegt ihr Kinder, wann kriegt ihr Kinder, wann kriegt ihr Kinder? Bist du schwanger, bist du schwanger, bist du schwanger? Und dann, was ich jetzt sehr, sehr viel mitbekomme, du kannst dein Kind nicht so erziehen. Wenn ich das irgendwie bei meinen Freundinnen sehe auch,
wie da teilweise über Partner, Kinder gesprochen wird. Deswegen, ja, ist das so eine Sache. Also es gibt die eine und die andere Seite. Dann fragt jemand nach Zykluscomputern oder andere hormonfreie Verhütungsmethoden. Also, ich habe ja schon mal was zur Pille gesagt und generell bin ich der Meinung, wenn es um so etwas geht, je natürlicher, desto besser, wenn es nicht in den Körper eingreift. Einfach dadurch, dass ich PCOS habe und ich durch diese Diagnose in den letzten 1,5, 2 Jahren unglaublich viele Frauen kennengelernt habe, die durch das Einnehmen der Pille sich extrem verändert haben. Körperlich, psychisch und nicht nur die Pille als, sag ich mal, junge Frau, sondern dann kriegt man ja sowas in der Art auch zum Beispiel, wenn man in den Wechseljahren ist und auch was das für Nebenwirkungen hat. Also es gibt einfach unglaublich viele Studien dazu und ich finde das sehr, sehr gruselig, weil man das halt einfach so nimmt, ohne drüber nachzudenken. Und dementsprechend denke ich mir, insofern es Alternativen gibt, warum nicht? Aber darüber habe ich auch letztens mit einer Freundin gesprochen. Ging es nämlich darum, um alternative Verhütungsmittel, beziehungsweise diesen, was ist das, mit diesem, so dass man seine Temperatur messen kann, mit dem Kalender schauen kann, wann ist diese fruchtbare Phase und wann nicht. Und bei ihr war das nämlich so, sie hat das alles gemessen, alles super, keine fruchtbare Phase, was ist passiert? Sie ist schwanger geworden. Und ich glaube, da muss man halt einfach, wenn man diesen Weg geht, im Kopf haben, dass man sich darauf einstellen muss, dass es Wunder gibt, die geschehen und dass das auch sein kann, dass es nicht hundertprozentig ist. Und ich meine, es ist bei jeder Art, ne, jeder Methode gibt es nicht hundertprozentige Wahrscheinlichkeiten, aber das dazu. Also ich glaube, wenn man erwachsen ist, wenn man vielleicht einen Partner hat, mit dem man sich ja vorstellen kann, ein Kind zu haben, warum nicht probieren, aber im Hinterkopf behalten, es könnte zu einer Ausnahme kommen, sagen wir es mal so. Dann das Thema Weihnachtstradition wie Adventskranz, Tannenbaum und Co. Also wie schon ganz richtig formuliert, ist es für mich Tradition. Und ich weiß, es ist ein riesengroßes Thema, immer Religion, Glaube, was bedeutet das, wenn man einen Adventskranz hat oder einen Weihnachtsbaum hat. Und für mich persönlich ist es eine Tradition. Für mich persönlich ist es einfach nur das Gefühl von Geborgenheit, von Besinnlichkeit, von Gemütlichkeit. Ich liebe den Geruch von einem frischen Tannenbaum, dieses Dekorieren, das sich füreinander Zeit nehmen, sich auf etwas konzentrieren. Jeden Abend, wenn ich auf der Couch sitze und den Tannenbaum anschaue, bin ich unglaublich glücklich darüber und auch andere Dekorationen in den Straßen zu sehen, diese Weihnachtssterne, diese Schwibbögen. Ich finde es einfach unglaublich schön. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Tradition, wie es in verschiedenen Kulturkreisen einfach verschiedene Traditionen gibt. Ich persönlich verbinde damit nichts Religiöses, ich persönlich. Ich finde, dass Religion eigentlich selten mit solchen materiellen Dingen verbunden wird, im eigentlichen Sinne, sage ich mal. Das hat, finde ich, mehr hier zu tun. Und auch mit dem, was man tut, also mit seinen Taten, mit seinem Glauben, mit seinen Gedanken. Aber das kann jeder selber für sich entscheiden. Ich persönlich sehe es eher als eine wunderschöne Tradition, die ich ganz, ganz toll finde und die mich einfach in eine unglaublich gute Gefühlslage bringt. Was halte ich von Meditation? Also ich finde Meditation sehr, sehr wichtig, aber sehr, sehr schwer. Ich habe vor Jahren damit angefangen, habe mir verschiedenste Apps runtergeladen und ich finde, geführte Meditationen sind definitiv das, womit ich anfangen würde an eurer Stelle, wenn ihr damit anfangen wollt. Aber ihr müsst jemanden finden, wo ihr die Stimme auch gerne hört und ja, die euch irgendwie, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt entspannen. Das habe ich irgendwann gefunden. Und mit geführten Meditationen schaffe ich eigentlich auch ziemlich gut, wirklich in so einen meditativen Zustand zu kommen. Und für mich ist das einfach das Gefühl von im Hier und Jetzt sein. Hier ist gerade
gar nichts. Also in dem Moment, in dem ich quasi nur mich selbst und meine Umgebung spüre und auch nur daran denke und an nichts anderes, das ist für mich dieser meditative Zustand. Und da aber hinzugelangen, fiel mir sehr, sehr schwer, fällt mir immer noch schwer und kann ich nicht geführt auch immer noch schwer erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg, dahin zu kommen mit so ein paar Eselsbrücken, aber ich kann euch gerne mal ein paar Meditations-Apps in die Infobox verlinken. Ich finde, das ist unglaublich toll, um wirklich ja, dieses Hier und Jetzt zu spüren. Das nicht schon wieder an morgen und in einer Woche und so weiter zu denken, sondern wirklich das Jetzt zu genießen und wertzuschätzen und auch einfach mal den Kopf frei zu kriegen. Gleich darunter die nächste Frage oder das nächste Thema sind Finanzen. Ganz was anderes, weniger spirituell, aber auch sehr, sehr wichtig. Ich persönlich bin der Meinung, wir leben halt in einem, wir leben im Kapitalismus und das muss man sich auch einfach verdeutlichen. Viel habe ich auch gelesen zum Thema Konsum und so weiter. Wir leben im Kapitalismus. Ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass er nicht konsumiert. Wichtig ist es nur, dass man bewusst konsumiert, aber das muss jede erwachsene Person selbst machen. Aber ich finde, dass man auf jeden Fall auf sein Geld achten sollte. Ich bin keine geizige Person. Ich finde, man muss das Leben genießen. Man muss, wie ich gerade schon gesagt habe, im Hier und Jetzt sein. Man muss jeden Tag so genießen, ja, einfach als wäre das der Tag. Es gibt diesen Tag und täglich grüßt das Murmeltier und man muss aus jedem Tag den besten Tag versuchen zu machen und dementsprechend sich auch nicht sagen, ach nee, dann mache ich das morgen oder ja, das kaufe ich irgendwann nächstes Jahr oder da und da wollte ich hin, ja, das mache ich dann irgendwann, sondern zu sagen, okay, was ist mir möglich und da gönne ich mir auch was. Für mich ist zum Beispiel das etwas, was ich mir gönne, ist auf jeden Fall Ernährung. Also bei uns ist das so, Pablo ist ja ein totaler Zahlenmensch, dass wir das auch mit Tabellen richtig haben und uns aufgeteilt haben, wie wir unser Geld quasi teilen. Und Essen ist bei uns ganz, ganz weit oben, sowohl Essen gehen, wenn möglich, als auch eben ganz normal einkaufen, dass wir auch in der Lage sind, Bio einzukaufen, gerade auch was zum Beispiel Fleisch angeht, was wir nicht viel essen, aber wenn, dass wir da auf die Qualität achten können und dann reisen. Auch dieses Jahr nicht der Fall, aber generell ist das etwas, wo wir nicht sagen so, nee, sondern das ist uns sehr, sehr wichtig, das bereichert uns, das tut uns gut. Auf der anderen Seite, das sind so die Sachen, gibt es Sachen, wo wir sagen, okay, dann machen wir Abstriche und sparen. Und ich finde, sparen ist einfach sehr, sehr wichtig, denn auch hier wieder, wir leben im Kapitalismus und wir leben in 2020. Ich habe so viele Freunde, die von heute auf morgen gekündigt wurden. So viele Freunde, die selbstständig waren und ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten. Also von heute auf morgen kann es halt erstmal so zack, kannst du ohne alles dastehen und dann brauchst du irgendwie erstens Rücklagen. Zweitens, sollte das nicht der Fall sein und alles ist gut und du arbeitest bis 65, super, aber was ist dann? Und dann brauchst du irgendwie auch Rücklagen. Rente ist jetzt auch nicht irgendwie das, was es vielleicht früher mal teilweise war, sondern das fällt teilweise sehr, sehr klein aus und da ist auch nicht gesagt, dass du gesund, also ne, dass du nicht gesund bist. Also wenn du nicht gesund bist, und dann vielleicht Hilfe benötigst, das ist alles unglaublich teuer. Und die Arbeitskräfte sind sehr, sehr wenig. Also wenig Arbeitskräfte, sehr, sehr teuer. Und ja, deswegen dementsprechend bin ich da, auch wenn ich eigentlich im Hier und Jetzt sein möchte, bin ich auf jeden Fall auch schon in vielen, vielen Jahren, weil ja, ich einfach vorbereitet sein möchte. So. Also ich versuche immer eine Balance zu finden und das versuche ich übrigens auch allen meinen Freunden beizubringen. Hat auch auf jeden Fall teilweise schon gut geklappt, weil es mir einfach wichtig ist, dass meine Menschen in meinem Umfeld, dass ich sie damit bereichern kann, dass ich ihnen helfen kann oder wir ihnen helfen können und ja, dass man halt nicht ohne alles dasteht, sondern irgendwie ein bisschen gesicherter ist. So gesichert, wie man sein kann. Passend dazu, den perfekten Job, also meine Meinung zu dem perfekten Job, gibt es ihn oder nur eine Frage der Einstellung?
Weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, als alter Realist, ich glaube nicht, dass es den perfekten Job gibt. Denn jeder Job hat einfach Vor- und Nachteile. Man muss ihn aber einfach nehmen, wie er ist und ihn so als Ganzes sehen und nicht nur die eine Hälfte sehen wollen und sagen, ist nicht perfekt, weil das passt mir nicht. Es ist einfach so, irgendwas, also es kann nicht perfekt sein, glaube ich, einfach weil wir nicht so gemacht sind. Als ich in der Festeinstellung war, war das super, dass ich zur Arbeit gehen konnte und von der Arbeit und das war's. Aber natürlich ist deine Motivation anders. Oder wenn dann eine neue Kollegin oder ein Kollege kommt, mit dem du dich nicht verstehst, ist das blöd. Oder wenn du Probleme hast mit dem Chef, ist das auch blöd. Oder die Verhandlungen ums Geld überhaupt, ne? Irgendwie auch die Kluft zwischen Frauen und Männern, was das Geld angeht. Das ist einfach, das ist schon krass einfach. Und teilweise kann der Job dann noch so gut sein, wenn das dann einfach nicht stimmt. Oder auf der anderen Seite, vielleicht ist der Job nicht so prickelnd und manchmal langweilst du dich, aber deine Kollegen und dein Chef und das ganze Umfeld ist so, so toll, dass das wieder aufgewogen wird. Und bei mir zum Beispiel als Selbstständige ist das so, dass ich mir denke, das ist ganz, ganz toll, dass ich mir meine Zeiten legen kann, wie ich möchte, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich die Motivation daraus ziehe, dass das mein Baby ist und niemand anderes ist hier, um hier mich zu motivieren, sondern ich muss mich selber motivieren. Ich muss selber für meinen Erfolg sorgen. Und auf der anderen Seite ist man, ne, sagt man ja immer, man ist selbst und ständig. Man ist auf sich alleine gestellt und man hat eigentlich immer was zu tun. Also es ist eigentlich, wenn man möchte, 24/7 Job. Und das hat sehr, sehr lange gedauert und ist immer noch nicht 100% perfekt, dass ich am Wochenende nicht die ganze Zeit auch arbeite oder an Arbeit denke. Und dass ich zum Beispiel auch abgeben kann und sollte und muss. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und auch einfach die Ängste, die man hat. Ich meine, das, was ich mache, ist ganz, ganz toll. Aber finanziell als Selbstständiger ist es natürlich einfach auch für die Psyche schon anstrengend, weil man nicht weiß, was im nächsten Jahr ist. Also so, erstens. Und in meinem Job zum Beispiel jetzt im Speziellen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es halt auch einfach krass, weil man in der Öffentlichkeit steht und man das Gefühl hat, man wird natürlich, nicht man hat das Gefühl, sondern es ist so, man wird beobachtet. Jeden Schritt, den man macht und das ist auf jeden Fall ein Druck, der auf einem lastet. Und auch dieses, kann ich jetzt Urlaub machen oder nicht? Für mich ist das schon schwer. Und das Gefühl zu haben, man muss alles teilen. Und stellt euch mal vor, ich mache jetzt einen Monat eine Australienreise und mache einfach einen Monat kein Instagram, kein YouTube mehr und poste auch nicht von Australien. Ich hätte das Gefühl, ich muss das doch zeigen, Australien. Und zweitens hätte ich das Gefühl, ich komme zurück und mein Kanal ist gelöscht und wenn ich wieder ein Video drehe, dann wird das von YouTube gar nicht mehr angezeigt. Also es sind so Existenzängste einfach, ne, die man da bekommt. Also dementsprechend habe ich das Gefühl, so richtig gibt es das wahrscheinlich nicht. Mein Handy ist jetzt ausgegangen. Ich habe auch schon viel zu lange gesprochen, aber ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung zu den Themen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.